kurz gewidmet. Möchte ich nur kurz sagen, wie man den Magazin-Knopf bei einer Rack in 14 wieder einbaut. Es hat eine Nachfrage gegeben im Forum. Im Prinzip ist nur wichtig, dass man mit dem Zeigefinger den Schieber in Position hält, dann den ein wenig ankippt. Das heißt, unten ist er nach wie vor in der Führung. Wichtig ist immer die Seiten, ich sage immer von der Beifahrerseite aus die Feder einführen und dann mit einem passenden Schraubenzieher einfach die Feder nachdrücken und mit dem Zeigefinger von hinten den Schieber randrücken und nach oben. Erfordert ein bisschen Übung, ist aber zum Schaffen. Ich hoffe, ich konnte den Betreffenden helfen. Tschüss!